Freunde, wir alle kennen die guten alten Power Rangers aus unseren Kindheitstagen. Jetzt ist ein Power Ranger Anime gedroppt und man denkt erstmal, okay, das ist jetzt ziemlich lame. Aber Shoto Mate Kudasai. Leute, wir kennen alle Serien wie The Boys, die quasi das Superhelden-Genre nehmen, aber zeigen, dass wenn es Superhelden in echt geben würde, dann wären sie ziemlich assi, ziemlich eklig und wären sehr narzisstisch, ja. Und das haben wir jetzt auch hier. Wir haben Power Rangers, aber die sind in Wahrheit gar nicht so heldenhaft, wie wir denken. Und das ist sehr, sehr geil gemacht. Also ich habe die erste Folge hier beim Intro schon gesehen, aber gleich seht ihr meine Reaction auf die erste Folge. Ich finde es super geil. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung und ich glaube, das kann einer der geilsten Hits werden aus diesem Jahr 2024. Also Freunde, wenn es euch gefällt, lasst doch noch oben da Abo auf dem Kanal und ganz wichtig, schreibt mir in die Kommentare, ob wir diese Reactions weitermachen sollen, ja oder nein. Und ja, let's go. Go, go, Power Rangers! Ich habe keine Ahnung, was mich hier einlasse. Ich bin sehr gespannt, was Disney Plus gekocht hat. Aha, ach, die, also ist die Insel gespawnt einfach. Blauen Ranger, der Blue Keeper. Oh, der Grüne, der war krass in der OG-Serie. Er hat einen Schlangenfluch gehabt bei Power Rangers. Die waren OGs, wissen Bescheid. Leute, der gleiche Helm, glaube ich, wie der OG-lila Ranger. Gelbe Ranger, diesmal nicht auf rassistisch angelehnt. Finde ich gut. Und natürlich fehlt noch einer, die Hauptperson, der Beste, der rote Ranger. Damals Power Ranger OVA, wo sich alle roten Ranger getroffen haben. Peak Fiction. If you know, you know, man. Oh shit, man. Da sind sie. Und ihre Gegner sind die von dem Pokémon Schwert und Schild. Die Fanboys. Okay. 13 Jahre später. Ja, yeah, let's go. Weiß Bescheid. Sind die Gegner jetzt echt oder nur Marketing? Das check ich noch nicht ganz. Sim, 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 sim. Das sind Einschaltquoten, Digga. Gute Stimme? Ja, gute Stimme, ich hab's rausgehört. Digga, meine Family einfach irgendwann. Let's go. Digga, die sieht böse aus. Bro, der auch. Digga, den fühle ich eher. Digga, ich fühle ihn richtig. Er denkt sich nur, was ist das für eine Scheiße? Ah, okay, seit Jahren geht schon nichts mehr ab, aber die machen noch fette Werbung. Das Ding hat echt Potenzial, weil die so dieses ewige japanische Genre auf die Schippe nehmen. Wir stellen ein, die Drachenhüter. Sentai heißt, glaube ich, bei uns Ranger. Moin? Okay, sie hat ihn. Sie hat ihn. Easy. It's done, guys. It's done. Oh, it's done. It's so done. Digga, ich sehe ihn jetzt schon in einem Latexanzug. Es wird passieren. Ja, siehst du? Faust geballt. Ja, Boas. Sie hat es ganz einfach gemacht. Mit 100 Leuten davor hat sie es auch schon gemacht. Sie weiß, wie es geht. Das ist der erste Schritt von einer großen Ranger-Karriere. Ob du der Rote irgendwann wirst, ist eine andere Frage, aber du kannst es schaffen. Aha. Wir sind zurück. Die random NPCs-Gegner, die unbesiegbar sind, obwohl sie immer wieder besiegt werden. Oh, Laura Bluki ist auch am Start. Fighters, aka Dusters. Bro, einfach so ein Wrestling-Heini. Ultora. Ultora Tiger. Die müssen es einfach erdulden. Ja, die sind safe gekauft. Das abgekartete Spiel. Jetzt kommt Gojo, Junge. Infinite Void, Baby. Digga, seine Stimme ist so geil. Dragon Keeper da! Schreibt jetzt in die Kommentare, wer ist euer Lieblingsranger? Oha, er ist ein Fluch aus dem all dem Hass der Tiger. Wieso hat er dann Räder? Oh nein, bitte nicht, wie grausam. Werden die es schaffen, die Ranger? Oh Gott, die werden so hart auf Fresse bekommen. Ja, bitte! Boah, die treffen sich alle in der Arena, um zuzugucken und dann heulen die rum, wenn die angegriffen werden. Okay, auch wenn sie fake sind, die Raider sind schon mal gute Stuntmänner, ne? Das kann man nicht absprechen. Der Green Keeper, Junge! Das war's. Er hat ihn einfach geobitotet. Oh oh, er wird zum Super Saiyajin. Tora, Tora, Tora Transform! Warte mal! Er will zu dem Isekai-Mobil. Oh nein! Achtung, Ranger! Er wird euch Isekai! Nein, tut's nicht! Er wird euch umbringen! Er wird euch in Fantasy Welt schicken! Er kann schießen! Er ist Kizaru! Bro, das Ding ist basically stärker als Kizaru. Ist Real Talk. Oh Gott, nein, Ranger, ihr müsst unbedingt. Ihr braucht ein Megasort. Irgendwie. Irgendwas. Vereinigt euch! Gattaida! Oh mein Gott. Jetzt ist vorbei.
Oh, schüss, guck mal, der grüne Raider mit seinen dicken Eiern, wie krass er ist. Guck mal. Guck mal, okay, die bereden sich schon mal, okay. Also das ist schon mal der Beweis, safe. Die beraten sich einfach, was sie sagen sollen, damit die Idioten das glauben. Warte mal, ist das unser Hauptcharakter? Unser Hauptcharakter, oder? Wir haben einen kleinen Zeitsprung. Oh, er setzt sich jetzt dagegen ein, er kippt auf die Scheiße. Wenn das so Licht ist, kann er einfach durchgehen, oder? Oder wie ist das jetzt? Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Okay, doch nicht. Vor einer Stunde. Okay. Okay, doch nicht so ein großer Zeitsprung. Da haben wir ihn nur schnell erklärt und dann musste er das machen. What the fuck? Was ist denn hier los? Wir müssen uns ein Monster der Woche ausdenken. Geil. Wie sind wir hier bloß reingeraten? Was ist denn passiert? Wieso müssen die denn Faken mitmachen? Okay. Oh, alle sind gestorben. Nur die sind übrig geblieben. Und deswegen müsst ihr jetzt auf ewig diese Scheiße mitmachen. Aber wie erschaffen sie das Monster denn jetzt? Oh, Alter, ey, er ist die Nummer 1. Okay, das ist der von eben, glaube ich. Welchen Buchstaben hat der wohl? Z? Alter, die, ja, okay. Oh, geil! Du bist mir im Weg. Ah, Drache gegen Tiger, okay, ja, stimmt. Also, die müssen quasi da mitmachen, ich glaube ich mal. Aber dieser Fighter, die will wirklich gegen die gewinnen, irgendwie. Das ist der Letzte, der sich aufgegeben hat. Oh Gott, die lachen einfach aus. Bro. Oh, Digga, Fighter D mit den großen D in der Haus. Oh Gott. Der ist einfach Gottespalast. Fällt mir gerade auf. Okay. Aber wie erschaffen die Monster? Und was ist mit ihm jetzt? Jeden Sonntag, Bro, die sind einfach so wie ich, Digga. Die müssen jede Woche Sonntag Upload machen. Oh, scheiße. Ach, dass er einen Deal gemacht mit denen, okay. Okay, können die sich einfach verwandeln? Crazy. Okay, also das sind auf jeden Fall so Wesen, die so aussehen und die können sich irgendwie verwandeln. What the hell, Bro? Geil. Ich würde es so cool finden, wenn er Power Ranger werden würde. Aha, was ist das? Aha. Was hat er gesagt? Oh, Garo aus One Punch Man! Oh, Digga, das wird ein geiler Anime, glaube ich, Bro. Das ist ein richtig cooler Plot. Dass die Ranger glänzen, damit das Pokémon begeistert ist. Bro, er ist ein richtig weiser Antagonist. Richtig weise. Okay. Sind wir wieder zurück? Was passiert jetzt hier? Ah, die Worte haben ihn erreicht, Dummer, und deswegen hat er sich treffen lassen. Okay. Okay, okay, checke. Ich glaube, die können auch richtig scharf schießen, weil diese Alien-Viecher sowieso nicht so sterben können von sowas, glaube ich. Unsterblich. Aber wieso sind die unsterblich und ihre Bosse nicht? Aber ziemlich nützliche Aliens. Digga, ich schwöre, wir würden in der echten Welt genau das machen. Wird er jetzt ein schwarzer Power Ranger? Oh, doch nicht. Ey, er muss ein schwarzer Power Ranger werden. Das wär so geil. Er steht noch. Oh, was macht er denn jetzt? Digga, was für ein kranker Plot wird es, wenn er ein schwarzer Power Ranger werden würde. Bitte, wird ein schwarzer Power Ranger. Goku Black Returns. Oh mein Gott, ich bin hooked. Ich will diesen Anime jetzt sehen. Für immer und ewig. Ah, er kämpft jetzt, Junge. Es ist höchste Zeit, Baby. Er kriegt aber hart auf Fresse, weil die sind safe nicht so stark. Ah, die sind hier richtig schwach, scheiße. Oh, ich glaube, der Rote ist ein richtiger Quäler, so ein richtiger Homelander. Ich glaube, er ist ein richtig grausamer. Oh, Gambare! Gambare! Mugi-chan! Ja, er hat sogar eine Figur, er ist einfach Garo, er hat eine Figur von... Nein! Nein, ich will sehen, wie du siegst, Bro, ich bin auf deiner Seite. Scheiß auf dich, ich supporte dich. Ey, scheiß auf die, Bro. Ja, Mann. Er kriegt so auf Fresse. Oh, ey, Digga, er... Boah, das ist so geil, diese Synchronstimme. Eieieiei. Oh, er hat sogar diese sexy Augen von Gojo. Wir sind die Gerechtigkeit... nicht so gut. Aber er ist ein Sterblicher, von daher kann er vielleicht auch nochmal dribbeln. Die Tausendste gewinnt ihr, Jungs. Immer dran glauben. Wir sind alle am Borsigplatz geboren.
Er muss sich einschleusen bei denen irgendwie. Das wäre geil. Digga, ich schwöre, er ist einfach der geilste Protag. Ja. Fighter D, Baby. Oh! Er war's von Anfang an. Jetzt check ich das. Er war's gewesen. Er hat sich schon infiltriert. Geil, Alter. Wie ich das nicht riechen konnte. Er ist doch nicht auf ihren Ass reingefallen. Er hat sie gedribbelt. Nicht sie mit ihrem Ass. Er hat sie mit seinem Ass gedribbelt. Ja, ey, Tony Ark, let's go, Aufnahmeprüfung, Baby. Das war eine richtig gute erste Folge, die dich sofort hookt, die dir sofort zeigt, dass es was anderes ist, was Neues ist, was Freshes ist, sehr geil. Also, genauso muss man das machen. Wow, geil, ist heftig aus. To be continued. Geil, Alter. Ey, Leute, ich find's absolut geil. Ich habe mega Bock, weiter zu reagieren. Wenn ihr Bock habt, dass wir das durchziehen, lasst einen Daumen nach oben da, Abo auf dem Kanal, schreibt mir in die Kommentare, ob wir weitermachen sollen. Ich hätte Bock, dass ihr weekly drauf reagieren, aber da ist euer Support gefragt. Und ja, Freunde, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, trauen, ciao und tschüss.